Grüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening DX. In der letzten Folge sind wir durch den Wurmpalast gelaufen, haben die Greifenfeder bekommen, die ich übrigens, wie ich wirklich sagen muss, für ja, eins der besten Items in der Geschichte von The Legend of Zelda befinde. Wir haben Moldorm besiegt, der uns gesagt hat, dass wir doch bitte rausgehen sollen, was wir nicht befolgt haben, logischerweise. Und ja, wir haben die Muschelgeige bekommen, das erste der 8 Instrumente der Sirenen, die wir brauchen, um den Windfisch zu wecken. Und ich würde sagen, bevor wir irgendwas anderes machen, gehen wir einfach mal zurück ins Möwendorf und schauen, was es noch so zu tun gibt. Das ist ein Musikinstrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es findest. Dieses Instrument und 7 andere haben die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle 7 finden. Und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf, im Norden. Da war doch noch was. Ach ja, da war doch noch was, Natürlich ziemlich witzig eigentlich gemacht und, da hatte ich auch noch einen Kommentar bekommen, ja, dass eben natürlich der Humor in diesem Spiel relativ groß geschrieben wird, gerade im Vergleich zu, den vorherigen Zeldas, die ja wirklich was NPCs angeht. Ja, gerade im Falle von A Link to the Past zwar auch durchaus erinnerungswürdige Figuren nannten, aber dieses Ganze sich selbst nicht ganz so ernst nehmen, das war vorher nicht der Fall. Hey Duda, es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Miblons, Moblins. Dann, sie sind zu dem Haus. Ja, das Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Okay, shit's going down, wie es aussieht. Also sollten wir doch mal direkt zu... Okay, Struppi scheint zu fehlen. Oder auch Komet, oder wie auch immer. Kreisch! Es ist entsetzlich! Sie haben meinen Komet entführt, sie... Die Moblins! Warum hilft denn keiner meinem kleinen Komet? Ja, okay, die Moblins haben Struppi entführt und natürlich ist Madame Moa da überhaupt nicht erheitert drüber, also sollten wir losgehen und versuchen, ihn zu finden. Im Osten können wir natürlich immer noch nicht weiter, wir haben immerhin nach wie vor nur die Greifenfeder. Also sollten wir vielleicht versuchen, Richtung Norden das Versteck... Verzeihung, ich wollte es nicht aufheben, das Versteck der Moblins zu finden. Denn naja, großartig eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und immerhin die Moblins fangen im... scheinen so im Zauberwald ihr Territorium zu haben. Also macht es durchaus Sinn, dass sie dahinter irgendwo vielleicht ihr Versteck haben. So, erstmal noch dick ein Herzteil eingesammelt. So, und dann... jetzt habe ich mich beinahe mit den Knöpfen vertan und wäre da reingefallen. So, da sehen wir schon den Sumpf, zu dem wir sollen. Im Moment bringt uns das noch nichts. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Das ist natürlich wahr. So, da wollen wir rein. Ich möchte vorher aber nochmal kurz... Rechte Hand der Fotoladen und hier sind die Taltalhöhen. Okay, ich möchte kurz hier hingehen zum Fotoladen. Dieser Laden existiert nur in der DX-Version von The Legend of Zelda Link's Awakening. Nicht in der normalen Version. In der Ursprungsversion ist das hier einfach alles leer. Das ist einfach ein Stück Wiese und mehr ist da nicht. Ich liebe es zu fotografieren. Darf ich auch dich fotografieren? Das mach doch mal. Stell dich auf den Teppich und lächle. So, das machen wir doch mal. Ich nenne es ein wahrer Held. Bitte lächeln. Wie heißt du, mein Junge? Link? Super. Hier... Boah, Verzeihung. Hier ist dein Album, Link. Schau hinein, bevor du gehst. Mal sehen, ob das Album voll wird. So, wir haben jetzt also ein Fotoalbum bekommen. Die Abenteuer des Link und wir wollen natürlich auch mal in das Fotoalbum reinsehen. Ja, mein Gott, ja, ich möchte gerne ein Foto ansehen. Wenn du mich das einfach machen lassen würdest, bitte. Jetzt habe ich aus Versehen B gedrückt. Ach, um Gottes Willen, ja, also mit den Texten hat dieses Spiel das leider nicht immer so sehr, wie es sollte. So, und so sehen wir aus. Wir sehen, wir könnten das jetzt theoretisch drucken. Das ist in der 3DS-Version des Spiels natürlich nicht möglich. Allerdings konnte man den originalen Game Boy und Game Boy Color natürlich mit dem Game Boy Printer verbinden. Und war an sich ein völlig überteuertes Gerät und ja, da konnte man dann eben auch so ein Papier
aus manchen Spielen heraus was ausdrucken. In Pokémon Gelb ging das zum Beispiel auch mit Pokédex-Einträgen und so weiter. Und hier eben mit den Bildern, die man finden konnte. Insgesamt gibt es 12 dieser Bilder. Und wenn wir jetzt mal sehen, da unten ist jetzt 1 von 12 Fotos markiert. Und ich versuche alle zu finden, beziehungsweise ich weiß, glaube ich, grob, wo die meisten sind. Und ich werde versuchen, alle zu zeigen. Die sind überwiegend auch ziemlich witzig und so weiter. Wir haben ja auch gesehen, das war so ein bisschen Klibi-mäßig alles dargestellt. Und ich glaube, diese Figur hier soll an Mauser aus Mario Bros. 2 angelehnt sein. Bin mir nicht ganz sicher. So, aber ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir Komet retten gehen. Und ja, hier ist sie, die Höhle der Moblins. Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Ja, und ich mag es, dass die Monster hier tatsächlich mit einem reden können. Dass sie dadurch auch Charakter bekommen. Und eben nicht nur hirnlose Monster sind. So, was man sich jetzt natürlich fragen könnte, ist, warum gibt es hier überhaupt Moblins, wenn Ganon gar nicht existiert? Nun, aha, du musst der Kopfgeldjäger sein, den Madame Muamua gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Du solltest erstmal dich retten. So, das hier ist König Moblin, der große Anführer der Moblins aus Link's Awakening. Und warum auch immer die Moblins jetzt Komet entführt haben. Ich muss mich echt dran gewöhnen, ihn Komet zu nennen und nicht Struppi. Naja. Niemand wird es jemals erfahren, denn ja, ihr habt ja gesehen, wenn man ihn besiegt, einfach ausweichen und dann ist er gar nicht mal so eine große, harte Nummer. Oh, Verzeihung, also das ist gerade echt schlimm mit meinem Husten. So, ja, also ist gar nicht so eine große Nummer, wie es vielleicht sein könnte. Und wir haben Komet gerettet. Ein furchterregender Köter. Man, ist es nicht nett, ihn so zu nennen. Ich meine, ganz ehrlich, Paper Mario schafft es nicht einmal, einen Kettenhund zur Seite zu stellen. Link's Awakening hat es schon vor Jahren vorgemacht. Hier hatte man einen Kettenhund als Partner, bevor es cool war. So, und ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal zurück zu Madame Moamua, um Struppi wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört. Nach Hause zu seinem Frauchen. Jawohl. Ah, diese verdammten Götter-Eier, ich hasse es. Man schlägt dann einfach mal so auf alles Mögliche drauf. Und anstatt... Ah, ja, die Musik ist wirklich das Schlimmste. Mir wurde jetzt auch zugetragen, dass es da ein... wohl ein Rom-Hack gibt, in dem diese Musik dann ersetzt wurde durch was anderes. Und ganz ehrlich, das wäre wunderschön, weil ja, dieses Thema ist einfach zu repetitiv, zu langweilig, zu eintönig. Ja, und wie wir sehen, versucht Komet hier unsere Gegner aufzufressen. Wir kriegen dann zwar keine Items dafür, aber naja, die sind halt sofort tot, was auch nicht zwingend schlecht sein muss. Aber ja, Komet, du warst ein toller Weggefährte, aber geben wir dich zurück. Danke, danke, du hast mir den kleinen Komet zurückgebracht. Aber könntest du mit ihm kurz Gassi gehen? Ich bin gerade etwas unpässlich. Du machst es? Vielen Dank. Ja, warum nicht? Gehen wir los mit Komet. Und gehen wir mit ihm Gassi und... Ich meine, warum nicht? Nehmen wir ihn einfach mit in den nächsten Dungeon. Das wird doch sicherlich awesome. Vielleicht kann er sogar den Bossgegner auffressen. Das wäre natürlich wirklich, wirklich super geil, muss man sagen. Oh ja, da hat er nochmal einen Moblin aufgefressen. Und ja, das mag ich. Ich finde das ziemlich cool, dass man Komet mitnehmen kann. Und ich liebe die Greifenfeder. Da muss ich einfach nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Sorgt dafür, dass man so ein paar relativ coole Puzzle haben kann und, ein Glück, nicht aufgehoben. Ja, und, sorgt dafür, dass die Welt anders aufgebaut sein kann und, ja, auch der Kampf kann, also, ja, Kämpfe können dadurch ganz anders werden, als wenn man zwingend ein Schild hat oder zwingend ein Schwert, was auch nicht sein müsste. Wir könnten jetzt auch mit Schild und Greifenfeder durch die Gegend springen. Ja, aber schauen wir mal, was in diesem kleinen Häuschen ist. Und es ist Dr. Wright, aus SimCity für das Super Nintendo. Ja, also hier wieder so eine kleine Anspielung auf bekannte Nintendo-Figuren zu der Zeit. Hallo, mein Name ist Dr. Wright. Ja, seit Wochen schreibe ich nun Liebesbriefe an Christine, aber bis heute habe ich keine Antwort bekommen. Ach, du armer Kerl. Na, das wird schon noch, keine Sorge. Da glaube ich ganz, ganz fest an dich. Und Raubschleime haben wir natürlich auch wieder. Raubschleime funktionieren genauso wie in Zelda 1, wenn wir in sie reingehen, dann können sie uns unseren Schild wegfressen. Deswegen ist es eine sehr gute Sache, dass wir
den Schild wieder kaufen können. Wir werden aber natürlich nach Kräften versuchen, unseren Schild nicht zu verlieren. Verdammt, das war jetzt so nicht geplant. Und wie wir sehen, wir werden immer, wenn wir runterfallen, dort respawnen, wo wir in den Bildschirm reingegangen sind. Ja, also wenn ich jetzt da direkt aus der Höhle gekommen und dann runtergefallen wäre, dann wäre ich im Höhleneingang respawned. Und so wurde ich eben, da von rechts her respawned. So, auch hier oben geht es nicht weiter. Hier haben wir nur so eine weitere Eulenstatue. Musik wird Gott dich zum Ei geleiten. Okay, was auch immer Gott damit jetzt zu tun hat, keine Ahnung. Etwas kryptisch. Aber meinetwegen. So, hier haben wir eine weitere Telefonzelle. Wenn wir jetzt nicht wüssten, wo wir lang sollen, könnten wir hier Ulrira anrufen. Aber ich weiß natürlich ganz genau, wo es lang geht. Nämlich Gefahr betreten verboten. Außer Komet. Und ja, das ist der Nummer 1 Hinweis natürlich. Oh, wir kriegen doch teilweise Rubine, wie es aussieht, wenn er Gegner auffrisst. Ist natürlich auch schlimm. So, und diese Sumpfblumen sind es, die dafür sorgen, dass wir ohne Komet nicht durch diesen Sumpf gelangen können. Macht insofern durchaus Sinn, wenn er die auffrisst. Oh, ein Teil der Macht brauchen wir nicht. So, er frisst also auch die Fische für uns auf und eben diese gigantischen Megablumen. Jawohl, genauso ist es richtig und bahnt uns so einen Weg durch den Sumpf. So, hier finden wir erstmal noch 50 Rubine. Muss man natürlich nicht zwingend holen, kann man aber machen. Ich mache es sehr gerne, weil wir das Geld jetzt auch in Bälde brauchen werden. So, und hier haben wir den Eingang zum Sumpfpalast. Und ihr seht schon, warum wir Komet da ganz unbedingt für brauchen. Aber ja, meine Besten, ich denke, das reicht auch für eine Folge. Wir haben einen wundervollen, genialen Weggefährten bekommen. Und haben uns unseren Weg bis zum nächsten Palast geebnet. In dem Sinne, ich bin Marc. Ich hoffe sehr, diese Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening DX hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.